Fahren wir jetzt hoch auf den Hackelberg Trail. Deshalb like running it, bitch. I cycle like swimming, I run, whatever you need. Da wir noch ein bisschen Zeit hatten, wollten wir jetzt auf die Z-Line starten. Die Z-Line wurde ja ein bisschen neu gemacht und letztes Jahr war sie noch gar nicht so, wie sie heute ist. Deswegen sind wir losgefahren auf die Z-Line. Ich persönlich fand die Z-Line letztes Jahr schon super cool, muss allerdings sagen, dass sich dieses Jahr das Ganze nochmal verbessert hat. Aber ich will gar nicht zu viel erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Im 12er Kugel nach oben zur S-Line. Die S-Line ist ja neu gemacht, da ist viel passiert. Wir mussten jetzt erstmal das Ganze mit Lars klären. Lars, gute Besserung. Also das Video kommt eh viel, viel später, aber er ist jetzt am Weg zum Arzt. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was passiert. Ja, ich hoffe einfach, dass alles gut ist und nichts irgendwie, also nichts Größeres, Schlimmeres. Wir fahren jetzt auf jeden Fall einmal ganz gemütlich die Z-Line ab, ohne Risiko. Man sieht mal wieder, wie schnell es gehen kann. Ich habe ja eh auch erst meinen Sturz hinter mir. Und dann ist eigentlich schon die Zeit vorbei. 17 Uhr muss ich mein Bike abholen. Also ich habe auf jeden Fall einen Anruf von dem bekommen. Ich denke, es ist fertig. Das war übrigens schon um 12 Uhr fertig. Aber wenn ich mir hier einen Sender leihe, dann fahre ich das jetzt auch zu Ende. Finales Feedback zum Sender gebe ich euch dann später zu Hause im Hotel. Und yes, so ein bisschen Einschätzung, für wen das Bike was ist. Und was man so für Vorlieben haben sollte und was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber wir fahren jetzt erstmal eine Runde Z-Line. Ja, ja. Packen wir's. Immer noch auf dem Canyon Center. Ich hoffe, es ist ein bisschen weniger, wie sagt man, technisch ruckelig, weil dort taugt mir das Sender nicht so gut. Ich kann ja manchmal nicht auseinanderhalten, ob es hart mit ist oder so mit. Kurven, ey. Raden. Die Bremse wieder. Thank you.
Hier ist Michis Lieblingspart. Bestimmt fluchen. Das ist, glaube ich, alles jetzt ein bisschen neu. Hier. Ich hab's nochmal. Jawohl. Wo sind meine Pedale? Ach, hier. Das ist neu hier. Oh. Ja. Sind wir safe, bin ich letztes Jahr gefahren. Vom Pedal gerissen. Ja, sind wir denn in Greenhill oder was? Sind wir denn in Greenhill? Oh! Boah, dicker Stein.
brauche ich immer noch mehr Speed, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah. Die letzten zwei Jumps richtig gekickt. Ja. Kurz und steil. Leute, wir sind wieder zu Hause. Wetter zieht sich auch so langsam ein bisschen zu. Ich wollte euch noch ein finales Feedback geben zum Thema Canyon Sender und meine Erfahrungen heute. Also erstmal großes Lob an den Shop drüben in Hinterglemm. Bikes, Tune Your Skills, Skills and Bikes. Ich hab's vergessen. Ich blende euch den Namen, mache ich einfach ein, google das später. Dass ihr den Dämpfer so schnell fertig bekommen habt, mega cool, freut mich extrem. Wird dann morgen getestet auf dem Trail und eingestellt und so weiter und so fort. Womit ich nicht so zufrieden war, war das Leihbike, weil da einfach die Bremsbeläge hinten komplett fritte waren. Das war auf der ersten Abfahrt einfach runter und ich musste selber neue kaufen. Dann haben mir das Bike gegeben mit vorne und hinten ein Bar Luftdruck so. Ich finde, wenn man so ein Leihbike kriegt, dann sollte das irgendwie auch ready sein zum Fahren. Gut, dass ich das zumindest alles gecheckt habe, so, sonst hätte ich auf der ersten Abfahrt direkt einen Platten gehabt. Also da war ich einfach nicht so zufrieden. Das Canyon Sender allerdings hat mir überraschend gut gefallen. Es ist nicht so wie das Norco. Das Norco gibt viel mehr Sicherheit und Komfort. Allerdings, das Sender geht viel leichter in die Luft. Also das hat man schon gemerkt. Es war dann auf ruppigen Passagen nicht ganz so geil. Malle taugte mir tatsächlich sehr gut auf dem Fahrrad. Wenn ich jetzt so einen Sender kaufen würde, würde ich es auch in Mallet fahren, glaube ich. Das hat mir schon gut gefallen. Ja, also auf jeden Fall in Größe L war das Richtige für mich und bin damit ganz gut klargekommen. Das Fahrwerk hätte ein bisschen anders eingestellt sein müssen irgendwie, aber wir haben es nicht hinbekommen auf dem Trail. Vielleicht braucht da auch das Fahrwerk dringend mal einen Service, weil da hat, egal was man eingestellt hat, irgendwie hat sich nichts verändert und es war die ganze Zeit ziemlich anstrengend. Nichtsdestotrotz war es ein ganz cooler Tag. Ich hoffe, ich kann die Strecken aber alle nochmal mit dem Norco in schöner fahren. So. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter sich die Tage hält. Und ich bin noch ziemlich platt.
vielleicht mache ich morgen mal einen Tag Pause oder nur weniger Abfahrten. Und ja, dann will ich auf jeden Fall irgendwie noch ein cooles Video drehen. So. Ich würde auch eigentlich gerne die X-Line unbedingt mal fahren, wenn das Wetter sich hält und so, dann vielleicht, und jemand möchte das gerne mit mir fahren, dann würde ich mich da auch mal drauf begeben dieses Jahr. Allerdings muss ich auch sagen, dass im Urlaub jetzt, wir sind jetzt fast jeden Tag durchgefahren, da ist die Energie schon so langsam irgendwann am Ende und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht übertreibt, glaube ich, und man nicht in so einen Stress irgendwie kommt, dass man denkt, nur weil man im Bike-Urlaub ist, muss man die ganze Zeit fahren, sondern auch mal ein bisschen relaxen und chillen. Und das darf auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, finde ich. Da ist es mir dann auch nicht wert, dass ich irgendwie total gestresst und ausgelaugt aus dem Urlaub wiederkomme, sondern ich soll ja auch ein bisschen ja, positiv und gut aus dem Urlaub zurückkommen, wenn es dann nämlich wieder voll in die Arbeit geht. Ja. Ich muss ja immer, parallel immer so ein bisschen arbeiten, weil die ganze Arbeit zu Hause nicht auf Null ist, ne? Sondern ich mache ja praktisch immer Verlust, wenn ich Urlaub mache, verdiene ich ja kein Geld. Und yes. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Video. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und wenn ihr in Canyon Sender fahrt, schreibt mal rein, wie ihr das Fahrwerk hinbekommen habt. Das würde mich echt interessieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.